RE9 ECS zum Betriebswerk Köln. 21.20 Uhr. Bringen Sie diesen RE9 in das Betriebswerk Köln zur Lagerung über Nacht. Fahrzeug, Baureihe 442 Talent 2 DB. 304 Tonnen Zuggewicht, 8 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 142,8 Metern. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier in Transimworld 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind heute wieder unterwegs auf der deutschen Strecke Köln-Aachen. Vielen Dank für das große Feedback zum vergangenen Video. Da haben wir ja auf der gleichen Strecke eine Fahrt mit der S-Bahn von Aachen nach Köln gemacht. Und heute machen wir eine sehr kurze Fahrt, und zwar hier vom Kölner Hauptbahnhof sollen wir diesen Regionalzug nun zum Betriebswerk Köln bringen, also am Hansaring, und diesen dort über Nacht abstellen. Ja, ihr seht, um diese Zeit ist hier am Kölner Hauptbahnhof gerade nicht mehr so viel los. Keine S-Bahn, keine Fernverkehrszüge, nichts. So, was braucht ihr, um diese Fahrt zu machen? Transimworld 3, egal welche Edition, die deutsche Strecke, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Und in meinem Fall habe ich jetzt noch dieses New Journeys installiert. Die Fahrplanfahrt gibt es aber auch im ganz normalen Fahrplanmodus. Und wir werden das aber im neuen Fahrplanmodus spielen, da wir ja da etwas mehr KI-Züge sehen. So, für unsere kurze Fahrt bereiten wir uns jetzt vor, und zwar schalten wir den Richtungswender auf Vorwärts, was wir gerade getan haben. Dann schalte ich mir jetzt hier per Tastenkombination die Zugsicherungssysteme ein. Und ja, Spitzenlichter müssen wir noch ein bisschen einschalten. Dann mache ich jetzt mal, weil das eine Nachtfahrt ist, das Ganze hier aus. Das Licht im Führerstand, und ich würde sagen, dann sind wir so weit, dass wir nun diesen Zug hier in Richtung Betriebswerk Köln bringen können. Ihr seht, die Strecke ist auch sehr kurz. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr kurze Fahrt heute. Und deswegen sind wir damit auch schnell fertig. Ich wundere mich gerade, dass hier am Kölner Hauptbahnhof so wirklich sehr, sehr wenig los ist, auch an KI-Zügen. Gerade hier nichts weiter unterwegs ist. 21.20 Uhr müsste ja zumindest noch einiges an S-Bahn-Verkehr hier sein. Ja, vielen Dank, wie gesagt, auch zum Feedback über das vergangene Video, was ich euch gemacht habe mit der S-Bahn. Vielen Dank für dieses großartige Feedback und für diese vielen, vielen Aufrufe, die es dazu gegeben hat. Und ja, für das ganze Feedback, das ihr auch gesagt habt, naja, es kommt halt nichts entgegen, weil da um diese Zeit halt wirklich nichts weiter fährt auf der Strecke. Das hatte mich halt so ein bisschen gewundert. Und das TSW3 anscheinend doch noch keine Wochentage kennt im Fahrplan. Aber ich glaube, dann wäre der Fahrplanmodus noch schwieriger. So, hier kommt uns schon der erste KI-Zug entgegen. Eine Baureihe 425, der Zug kürzer Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, und wird auch hier im neuen Fahrplanmodus des DLCs New Journeys berücksichtigt. Da könnt ihr Fahrten von Köln bis nach, glaube ich, Horem machen. So, unsere Aufgabe ist es jetzt, wie gesagt, diesen Zug hier zum Betriebswerk zu bringen. Hier sehen wir jetzt auf der rechten Seite die Station Köln-Hansaring. Und da, wo sich jetzt hier die Hauptstrecken trennen, da fahren wir jetzt in das Betriebswerk von Köln ein. Und werden unseren Zug dort nun für die Nacht abstellen. Ich fahre jetzt auch noch nicht mehr ganz so schnell hier ein, denn wie gesagt, ich glaube, Rangiergeschwindigkeit maximal 25 Stundenkilometer. Und hier sehen wir auch schon einiges an Fahrzeugen hier abgestellt in diesem Betriebsbahnhof von Köln. Ich musste auch schon nichts frittieren oder so. So, dann bremsen wir doch ein Stück weiter runter und werden unseren Zug nun hier für die Nacht parken. Wie gesagt, die Fahrt ist eigentlich nur, dass wir hier den Zug herbringen und hier wieder anhalten an dieser Stelle. Mehr müssen wir jetzt hier gar nicht machen. Aber wir werden uns, meine ich, dann noch ein bisschen hier an diesem Betriebswerk noch aufhalten. Das ist so meine Intention, die ich vorhabe. Also, dass wir uns hier noch ein bisschen umschauen werden, jetzt ein paar Minuten. So, den Zug bringen wir jetzt erstmal hier zum Stehen. Und damit... so, Moment, hier, das ist wieder so eine Aufgabe, wo du genau am Punkt halten musst. Ja, hier musst du wieder genau am Punkt halten. Das ist nämlich manchmal unterschiedlich bei manchen Fahrten. So, jetzt aber. Und jetzt halten wir. Und sehen erst einmal die Auswertung unserer kurzen Fahrplanfahrt. Da kriegen wir die Silbermedaille, okay. Und wir kehren aber wieder zurück in dieses Spiel. So, der Zug ist also abgestellt. So, jetzt können wir das Licht hier im Führerstand wieder anmachen. So, und dann machen wir erstmal die Spitzenlichter komplett aus. Oder machen die, setzen die zumindest auf Signallichter zurück. Ich muss mal gucken, ich habe das Fahrzeug nämlich auch nicht so oft aufgerastet, so aus Hecklichter. Genau, das brauchen wir.
Dann der Richtungswender wieder auf vorwärts. Ne, was habe ich jetzt eingestellt? Ja, vorwärts. Auf neutral. So, das wollte ich ja machen. Die Zugsicherungssysteme machen wir aus. Dann müssen wir, glaube ich, diese Federspeicher oder Federspeicherbremse anlegen, wenn wir den Zug jetzt richtig abstellen wollen. Wie gesagt, das ist alles nur fiktiv, was, oder, was wir jetzt hier machen. Das ist jetzt hier nicht... So war denn das mit dieser Bremse? Wie gesagt, ich bin mit dem Fahrzeug auch jetzt die letzte Zeit nicht mehr so oft unterwegs gewesen. Genau, hier. Die müssen wir anlegen. So, die müssen wir anlegen. Das müsste jetzt auch passiert sein. Das müsste der doch jetzt erkennen hier normalerweise. Genau. So. Damit wir den Zug parken können, da können wir nämlich hier die normale Bremse, genau die, können wir eigentlich auch nochmal anlegen. So. Und den können wir dann auf 0 setzen. Dann würde ich sagen, Hauptschalter müssen wir dann noch ausmachen. Über Nacht, also da ist schon, wenn man wirklich professionell versucht, die Züge jetzt auf- und abzurüsten. So, Höhensteuerung niedriger. So, den Stromabnehmer haben wir runtergenommen. Und dann, genau, Hauptschalter geöffnet, das ist auch korrekt. So, das ist auf lokal, aber rausziehen kann ich den Schlüssel anscheinend gar nicht. Okay. Gut, dann sind wir hier soweit fertig. Würde ich mal sagen, wir müssen doch noch was ausmachen. Hier ist doch noch alles an. Schaut mal, hier drüben fährt die S-Bahn. Nach, die wollte ich eigentlich kriegen und wieder zum Hauptbahnhof zurückfahren. Dann müssen wir dann also auf die nächste warten. Und ich wollte mich eigentlich mit euch heute noch so ein bisschen hier im Betriebswerk umschauen. So, wie rüste ich den Zug eigentlich hier so komplett ab? Schalter ist aus, Richtungswender neutral. Ja, das ist das Problem, wenn man die Züge nicht so oft fährt, dann passiert da natürlich sowas. Aber egal, wie gesagt, das spielt ja jetzt hier keine Rolle. Da das ja nur ein Spiel ist. Ach, hier an dem Sicherungskasten macht man das Ganze wahrscheinlich dann. Das war letzten Endes so. Hier hatte das auch. Hier hätten wir die Zugsicherungssysteme auch so einschalten können. Genau. Ah, hier, die Batterie müssen wir ausmachen, genau. So, und dann müsste hier aber alles abgerüstet. Ist immer noch nicht abgerüstet. Ja, keine Ahnung. Okay, dann begeben wir uns halt so. Ach nee, hier müssen wir ja gar nicht raus. Dann steigen wir erstmal so aus unserem Zug. Und haben den jetzt hier schlafen gelegt. Und können uns ja immer ein bisschen umschauen. Hier im Betriebswerk Köln, schaut mal. Hier stehen zum Beispiel Intercity-Wagen. Die stammen von dem 101er DLC. Hier steht ein weiterer Talent 2, der hier abgestellt ist. Und das ist halt das Tolle, was man hier mit diesem neuen Fahrplanmodus für die Strecke Köln-Aachen hier nachgeliefert hat. Dass es da halt eben die Möglichkeit gibt, also dass man halt diese Abstellbereiche wirklich vollgepackt hat, dass da wirklich auch Züge stehen und da ein bisschen Leben eingehaucht wurde, was ja nicht überall in TSW 3, also mittlerweile sehr oft in TSW 3 der Fall ist, aber eben auch nicht überall. Schaut mal, da drüben zum Beispiel steht ein ICE 3, der da geparkt wurde, am Betriebswerk, das ist auch was Schönes. Also das ist schon mal nicht schlecht, dass wir hier so etwas haben. Da drüben stehen weitere Intercity-Wagen, die abgestellt wurden. Also das ist schon schön gemacht mit dem Betriebswerk. Hier, ach, ist das die S-Bahn, die in Richtung Köln fährt, aber die werden wir... Ne, das ist auch ein abgestellter Zug, oder? Schaffen wir die noch? Wenn wir jetzt darüber springen zum Bahnhof, oder fährt die uns vor der Nase weg? Warte mal. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal zum Hauptbahnhof zurück mit euch. Da stoßen wir natürlich jetzt hier gegen alle möglichen Regeln. Ja, wir schaffen die gerade noch so. Gerade ist auch so. So, jetzt kannst du aber losfahren, lieber Kollege. Ist die Tür jetzt beim Fahren zugegangen? Okay. Krasse Sache auf jeden Fall. Jetzt kann ich mich jetzt hier nicht hinsetzen. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Aber es ist ja nur ein kurzes Stück, da können wir auch stehen, zum Hauptbahnhof rüber. Hat die S-Bahn aber einen langen Aufenthalt gehabt. Also, zum Hauptbahnhof und mit der S-Bahn zurück. Hier kommen uns gerade ein, da steht eine einzelne Lokomotive. Fährt die überhaupt hin nach Au an der Sieg? Also das heißt, es ist sogar eine von den S-Bahnen, die hier aus Dings kommt.
aus Düren. Müsste jetzt kommen um die Zeit. Und da sind wir wieder an unserem Bahnhof, wo wir vorhin gestartet sind, am Kölner Hauptbahnhof. Wo wir jetzt auch aussteigen wollen. Und uns vielleicht nochmal ein bisschen umschauen. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass wir die S-Bahn jetzt noch erwischt haben. Und ist relativ voll um die Zeit. Das ist schon mal gut. Ihr seht ein paar mehr Leute hier unterwegs als hier am Kölner Hauptbahnhof. Steigen wir hier mal aus. Vielen Dank, Kollege, dass du auf mich noch gewartet hast. Und Entschuldigung, dass ich dich aufgehalten habe. So, können wir uns ja noch ein bisschen am Kölner Hauptbahnhof umschauen. Also, wo fährt denn der dann überall lang? Über Troisdorf, Köln, Messe, Deutz. Aber ich glaube, viel weiter geht die Strecke da gar nicht. Weiß gar nicht, ob man da über die Brücke oder so noch kommt. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier den Kölner Hauptbahnhof noch erkunden können. Hier können wir eine Streckenkarte uns anschauen. Da seht ihr nochmal, was für Halte hier enthalten sind. So, Thema Eilendorf hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass da wohl gar nicht bedient wird im Fahrplanmodus. Ich habe es nachgeprüft, es ist in der Tat so. Ja, ansonsten Notberg fehlt mir auch. Wahrscheinlich ist der mittlerweile stillgelegt, ich weiß es nicht. Also hier sehen wir auf jeden Fall die Karte, die wir hier, ja, was eben alles so für Bahnhöfe dabei sind. So, jetzt gucken wir mal ans Gleis 1. Wir gucken mal, ob wir vielleicht zu dieser großen Hohenzollerbrücke irgendwie kommen können. Da ist wirklich sehr, sehr wenig los hier an dem Kölner Hauptbahnhof. Ist natürlich jetzt auch Nacht. Das heißt, da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sehen. Aber hier sehen wir natürlich das große Wahrzeichen, wenn es auch in der Nacht erstrahlt. Aber ich glaube, es ist ganz gut zu erkennen. Der Kölner Dom. Ja, ganz wichtiges Wahrzeichen von Köln. Ich bin selber schon drin gewesen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in Köln seid, nehmt euch Zeit. Ja, also die Erkundung des Doms selber, die ist auch, glaube ich, kostenlos. Ist nur halt, wenn ihr da hoch wollt, ein bisschen höher gehen wollt, da kostet es dann, glaube ich, Geld. So, jetzt gucken wir aber erstmal, wie weit wir jetzt in Richtung Hohenzollernbrücke kommen. Und das sieht ja ganz gut aus, dass wir die noch erkunden können, wie weit die Strecke wird. Das habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht großartig gemacht, dass wir hier die Strecke soweit erkundet haben, weil hier in Köln starten oder beginnen ja die Fahrplanfahrten. Es gibt sicherlich noch ein paar Züge, jetzt hier unsere S-Bahn, die hier jetzt vorbei saust. Aber ich glaube, die Station, die andere Station ist dann schon gar nicht mehr enthalten. Ja, wenn ihr das Ganze bei Tag mal sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, sonst komme ich hier nie weiter, oder was? Hier, die S-Bahn fährt auch weiter. Nein, hier hört der Bereich auf. Wie weit würde das Ganze denn gehen? Ich glaube, dass man sogar noch bis nach Deutz fahren könnte. Das müsste ja eigentlich noch funktionieren. Hier sehen wir nochmal Kölner Hauptbahnhof mit Dom. Ein schöner, schöner Anblick, auch wenn es bei Nacht ist. Ich frage mich sowieso, ich habe ja Sommer, Juli angewählt. Und ich habe es im Juni auch schon ausprobiert, warum das da schon finstere Nacht ist. Also bei uns, bei mir ist es zumindest aktuell so, dass es um 10 abends, also dass man schon noch ein bisschen Tageslicht hat. Ja, okay, aber da sind wir für heute fertig. Haben wir heute mal so ein bisschen Fahren und Mitfahren, Video und Bereitstellung und Abstellung gehabt. Und mal den Kölner Hauptbahnhof ein bisschen erkundet. Ich danke euch ein bisschen fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.